Wir gucken da jetzt einfach nochmal rein, gucken wir gleich nochmal in die Kommentare und checken mal die einzelnen Szenen nach und nach ab. So, das hier einfach ein Messgerät, was eine, das haben wir immer in den Filmen, was quasi die Radioaktivität misst wahrscheinlich. Dadurch merken die erst, dass in der Hohlerde irgendwas passiert. Ich habe ja vorhin erzählt, dass der Film zum Teil in Brasilien spielen soll. Ich glaube, das hier soll Brasilien sein. Du siehst, dass es aber nicht echt ist. Weil die haben das nicht in Brasilien gedreht, die haben das in irgendeinem Filmstudio gedreht. Ich frage mich dann, warum. Klar ist das eine Riesenlast, dahin zu fliegen, nur für so einen Shot zu drehen oder eine Szene da zu drehen. Aber ich finde es immer sehr viel charmanter, wenn du einfach merkst, die waren echt vor Ort gewesen. Die haben das echt gedreht. Du siehst einfach hier auf dem Bild, dass das nicht wirklich da ist. Mich stört es minimal, aber es fällt mir halt direkt auf. Während der Geschichte der Menschheit. Auch interessant, dass es hier nochmal auf Ägypten eingegangen wird. Möglicherweise auch darauf, dass die Ägypter schon Kaiju angebetet haben. Vielleicht nimmt man das in den Mythos mit rein. Das würde ich geil finden. Das gab es auch so, glaube ich, noch nicht in den Toho-Filmen, oder? Dass man den Glaube der Menschheit auf die Kaiju zurückbeziehen kann. Vielleicht haben die Ägypter von Scar King gezeigt bekommen, wie man Pyramiden baut oder irgendwie so ein Kram. Aber ich will auf gar keinen Fall will ich so ein Transformers-Ding sehen, wo dann am Ende aus den Pyramiden so eine Waffe rauskommt. Das ist bescheuert, aber ich glaube, das kommt hier auch nicht. Glaubten wir immer, das Leben existiere nur auf der Oberfläche unseres Planeten. So, jetzt haben wir hier gerade diesen Ausschlag schon bekommen, dass in der Hollow Earth irgendwas passiert. Und ich dachte erst, hier kommt jetzt Scar King raus, aber das ist Kongs Arm. Kong kommt jetzt hier in Ägypten raus, aus der Hollow Earth. Und denken wir mal ganz kurz daran, wie Godzilla vs. Kong geendet ist. Damit, dass Kong in der Hollow Earth geblieben ist. Ich schätze mal, dass Kong in der Hollow Earth auf Scar King trifft. Dann passiert ihm etwas. Er bekommt diesen Handschuh an. Und dann schafft er es irgendwie an die Oberfläche der Erde zu flüchten und quasi uns Menschen zu warnen. Das ist, glaube ich, der Moment jetzt hier. Ist übrigens auch kein neuer Arm, wie wir hier sehen. Das ist nur so ein Handschuh, den er anhat. Könnte aber auch so eine Art von Sklavenhandschuh sein, den er von Scar King bekommen hat. Keine Ahnung. Worin haben wir uns noch geirrt? Welcome to my world. So, hier haben wir jetzt wieder typisch Hollow Earth, quasi oben und unten. Die Schwerkraft ist wieder verschoben. Wir sehen ein paar fliegende Kaijus. Da unten haben wir jetzt die Affen. Hier haben wir jetzt auch einen sichtlich geälterten Kong. Ich weiß gar nicht, was für einen Zeitsprung das hat. Godzilla ist aber auch kurz zu sehen, das blaue Leuchten. Meinst du, die kommen da beide raus? Existiere nur auf der Oberfläche unseres Planeten. Du meinst das hier jetzt, ne? Es könnte Godzilla sein, aber ich dachte eher, weil die Hollow Earth wird ja auch in Godzilla vs. Kong mit diesem komischen, was ist denn das, so ein Dimensionsloch irgendwie, ist ja zwischen unserer Erdkruste und der Hohlerde. Das wäre eher das, habe ich jetzt so gedacht. Aber es könnte auch Godzilla sein, na klar. Dass die jetzt beide einfach wieder zurückkommen. Ist so ein Vegeta, so ein Goku-Moment. Die kommen beide wieder zurück aus der Hohlerde. Warum soll Godzilla in der Hohlerde sein? Ist dann die andere Frage. Ich glaube, das ist wirklich nur Kong. Der ist irgendwie
mit seiner Axt schafft, da rauszukommen. Und das Leuchten ist von der Axt, die ja auch blau leuchtet, wie Godzilla. Es würde keinen Sinn machen, dass Godzilla da jetzt schon mitten in der Hohlerde drin ist, wenn das hier wirklich am Anfang spielt. Und ich glaube, ja. Dass wir am Anfang sehen, wie Kong in der Hohlerde rumspringt und dann passiert eben was. Er bekommt den Arm abgeschlagen und dann kommt er wieder raus aus der Hohlerde. Wohin glaube ich. Haben wir uns noch geirrt? Vielleicht stimmt's auch nicht. Welcome to my world. Won't you come on in? Da wegen dem Zeitsprung nochmal. Kong ist wesentlich weißer geworden oder grauer geworden. Hat einen längeren Bart bekommen. Da ist also ein bisschen Zeit auch vergangen. Und er scheint was zu jagen oder vielleicht schon in so einen Konflikt verwickelt zu sein. Vielleicht entwickelt sich auch der Konflikt mit Scar King erst am Anfang des Films. Diese Welt birgt mehr Geheimnisse. Oder auch nicht. Weil die Menschen sind auch schon am Start, okay. Ey, Moment, ja, doch, du hast recht. Ich achte auf sowas gar nicht. Älter, aber hier hat er noch keinen Robo-Arm. Boah, da kann ich mir jetzt nichts zusammenreimen. Oder das passiert wirklich auch nochmal vorher. Oder der Arm, den wir am Anfang gesehen haben, ist gar nicht der von Kong. Der ist vielleicht von einem anderen, vielleicht von Scar King. Der hat vielleicht auch zwei Arme, so zwei Roboterhandschuhe an. Und Kong nimmt ihm einen ab oder so ein Kram. Ey, boah, es ist gerade echt schwierig. Diese Welt birgt mehr Geheimnisse, als wir uns überhaupt vorstellen können. Ja, das ist hier Rebecca. Rebecca Hall heißt die Schauspielerin, glaube ich. Ja, die immer noch Forschung macht in der Hollow Earth. Wir haben komischerweise haben wir hier Dings gar nicht gesehen im Trailer, ne? Die Kleine mit der Gebärdensprache. Das ist sehr wahrscheinlich der Anfang. Kann schon sein. Dass Kong am Anfang in der Hollow Earth ist, aber mit denen zusammen und dann kommt Scar King und dann schaffen es irgendwie alle noch zu flüchten, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das hier fand ich erst krass, weil ich dachte, das wäre Scar King, wenn der wirklich so groß wäre. Wir sehen später nochmal, dass der wirklich verdammt groß ist. Wenn der aber so groß wäre gegen Kong und Godzilla, wäre das schon extrem krass. Und noch eine weitere Theorie bestätigt sich hier übrigens gerade, dass die Kongs in der Hollow Earth scheinbar so eine Art Planet der Affen-Ding abziehen. Hier ist nämlich jetzt ein kleiner Kong und wir sehen gleich noch mehr davon. Das heißt, die haben so eine eigene Zivilisation in der Hollow Earth aufgebaut, wo wahrscheinlich Scar King die Kontrolle übernommen hat. Was ist das? Das ist ein blutiger Handabdruck, der ist aber auch größer als der von Kong. Wir haben ja in Skull Island gesehen, ach Quatsch, in Godzilla vs. Kong haben wir ja gesehen, wie Kong in der Hollow Earth seine Hand so an den Berg dran drückt. Oder war das auf Skull Island? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Nee, es war in der Hollow Earth gewesen, genau. Und da hat Kongs Hand genau auf diesen Blutabdruck drauf gepasst. Das ist größer, glaube ich, hier, die Hand. Das ist nicht Kong. Und hier gelangt Kong. Ey, ich kann mir gerade keinen Reim drauf machen, keine Ahnung. Ist Godzilla doch in der Hollow Earth und geht in dieses Eisversteck in der Hollow Earth oder was? Oder haben wir wieder Space-Godzilla-Anspielungen? Ey, keine Ahnung. Was kann das gewesen sein? Das ist ein Altar zum Opfern für irgendwas. Was, wenn Scar King nur Opfer sucht, Opfergaben sucht für eine andere Kreatur? Sowas wie Space-Godzilla. Aber dann ist Space Godzilla ja nicht aus dem Space, sondern aus der Erde. Dann wäre es ja Earth Godzilla. Ich habe keine Ahnung, ey. Ja, das sind alles die Kongs. Wie gesagt, meine Theorie, dass die an die Oberfläche kommen, während Godzilla und Kong ausgenockt sind und an der Oberfläche der Erde anfangen, Terz zu machen. Und wir dann ein New Empire bekommen, die Theorie steht immer noch. Die ist noch nicht ausgeschlossen.
So, hier haben wir jetzt diese Hunde, die es auch als Spielzeug schon gibt. Gibt es ein Bild, wo so ein Vieh wohl auch in Ägypten auftauchen soll. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Und die jagen Kong schon weg. Hier aber auch ohne Metallarm. Ich wette, die jagen den aber weg und irgendeiner kriegt Kong dann aber trotzdem noch zu fassen und bricht ihm dann vielleicht den Arm und dann braucht er eben diese Armstütze. Könnte ich mir vorstellen. Da habe ich keine Ahnung, was hier abgeht. Das blicke ich null. Leben da noch Menschen in der Hollow Earth? Ist das eine eigene Zivilisation? Auch hier mit Pyramiden, also da auch die Theorie, ja. Hat Scar King den Menschen an der Oberfläche auch gezeigt, wie man Pyramiden baut? Haben Pyramiden irgendeinen Hintergrund? Und ich lese gleich eure ganzen Kommentare. Ich muss gerade nur hier ein bisschen gucken. Kong der Weise, ja. Alt, aber ohne Roboarm, das haben wir schon gehabt. Das ist sehr wahrscheinlich der Anfang. Später kommt die Kleine nochmal. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Kurz vor Ende des Trailers, alles klar. Sie ist nur gewachsen, weil auf dem Bild sah die gar nicht so gewachsen aus. Vielleicht hat sich Godzilla nur in der Farbe verändert, weil das Klima um ihn herum auch wärmer... Ah, das glaube ich nicht. Das sieht aus wie eine neue Form von Godzilla einfach. Wie der Millennium Godzilla, nur halt in der Neuzeit angekommen. Godzilla ist in der Arktis eingefroren, aber das scheint ja mit Absicht gewesen zu sein. Godzilla hat sich einfach, glaube ich, an stärkeren Gegnern angepasst. Aber der muss ja auch stärker geworden sein. Sonst macht's ja keinen Sinn. Die Augen von dem kleinen Affen und dem Bösen haben komische Farben, blau und grün bestimmt. Von den Kristallen, ja. Das kann miteinander zusammenhängen. Die Pyramiden, deswegen sind wir auch später in Ägypten, und diese Kristalle hängen miteinander zusammen. Und die geben denen vielleicht die Kraft oder so ein Kram. Und hier haben wir ein eigenes Volk in der Hollow Earth, die scheinbar... die scheinbar die Kongs für so eine Art Gottheit halten oder irgendwie sowas. Boah, das ist schon sehr abgedreht gerade hier, ne? So diese, die Farben ist alles ganz cool, aber es scheint wirklich irgendwas von der Hollow Earth von unten nach oben zu gehen und ich wette mit euch, das geht in die Pyramiden rein. Die Pyramiden werden in diesem Film wieder aufgebrochen und da ist irgendwas drin, ich wette es mit euch. Seit Transformers 2 habe ich da so ein Trauma davon. Wenn hier noch ein Affe ein Bein von irgendeiner Frau rammelt, dann... Adam Wingard aber halt auch, ey. Das ist halt auch so ein Typ, den sollte man noch eine Chance geben, sagen wir mal so. Wenn das auch wieder verhaut, dann... Gierig. Das ist eine sehr lange Treppe. Wenn es eine Treppe ist, ja. Ja, tatsächlich. Vielleicht kommt man durch die Pyramiden auch über eine riesige Treppe in die Hollow Earth runter. Das würde wieder Logikfehler bedeuten, aber es ist auch Adam Wingard. Der scheißt da ja drauf. Die kommen echt an die Oberfläche. Ich sag's euch. Kong allein kann das nicht auf. Und das hier ist wieder so ein Kristall? Oder was ist das denn hier? Nee. Da könnte man wieder die Space-Godzilla-Theorie anbringen, aber ich glaube nicht, das ist einfach nur ein Angriff von irgendwas. Weil er auch so nach hinten schaut. Ich glaube, irgendein Vieh schmeißt irgendwas einfach nach den Leuten. Aber sie kommen an die Oberfläche. Das ist das New Empire. Ich glaube, das wird so ein König der Löwen-Ding. Godzilla und Kong werden dann irgendwie so fertig gemacht und sind dann irgendwie am Ende und kommen dann am Ende wieder zurück und retten dann die Welt vor dem New Empire. Irgendwie sowas wird passieren. Kong allein kann das nicht aufhalten. Da war Kong noch jünger eben gerade übrigens. Sia, heißt die Sia? Die schwebt doch hier. Nee, die läuft die Treppe hoch, okay. Ich musste an diesen Anime denken. Ja, an Godzilla Earth, diese Trilogie. Da gab es auch diese Wächter. Da muss ich irgendwie gerade so ein bisschen dran denken. Ey, vielleicht holt die auch Mothra wieder zurück. Das wird spannender, als wir glauben, habe ich das Gefühl.
Da kommt was Geiles. Ich habe das Gefühl, da wird was Geiles draus. Auf eine Monsterverse-Art und Weise. Er ist nicht allein. Was war das jetzt hier gewesen? Hast du es gerade gesehen? Das, was hier gerade so verpufft an ihrer Hand, was ist das? Das könnten doch die Sporen von Mothra sein. Ich bin doch nicht bescheuert. Vielleicht eine Verbindung, die die Erde zusammenhält. Irgendwie sowas, ja, tatsächlich. Erst seit Transformers 2, ich warte immer noch auf die, was, Gault-Raumschiffe, die drauf landen. Was denn das sind für Raumschiffe? Gab's nicht so Gerüchte, dass Rodan zurückkehren soll? Hab ich nicht gehört. Aber würde nicht hier Mothra mehr Sinn machen, wegen diesem Glitzer? Nee, da ist noch gar nichts bestätigt. Das würden die auch noch nicht bestätigen. Aber Mothra könnte halt zurückkommen. Die haben die ja ein bisschen schnell abgearbeitet, finde ich, im Monsterverse. Und wir haben am Ende, das dürft ihr nicht vergessen, wir haben am Ende von King of the Monsters, glaube ich, haben wir noch Mothras Ei gesehen. Die hat noch ein Ei gelegt. Also, dass da Mothras Kind noch bei rauskommt und vielleicht dann Mothras Kind Godzilla sogar einsperrt, in was wir für Eis halten, in wie so eine Art Kokon. Und daraus kommt dann erst der neue Godzilla bei raus. Wäre doch was. Er ist nicht allein. Weil die zeigen uns zwar hier die Arktis, ne? Aber dann ist wieder ein Cut hier. Und warum hängt der denn da rum? Seit wann kann sich denn Godzilla einfach mal selber einfrieren in so einen Kokon und dann verwandeln? Da muss doch irgendwas fehlt uns dann noch an einem Puzzleteil. Warum das hier überhaupt passiert? Okay, es ist in der Arktis. Aber das könnte, ey, keine Ahnung. Die sind von Stargate. Ich gucke kein Star Wars. Spaß. Aber Stargate gucke ich wirklich nicht. Und haben damit das Tor zwischen oben und unten geschlossen. Ja, vielleicht kann das auch daran damit zusammenliegen. Aber das wäre ein bisschen lame, wenn die einfach erklären würden, ja, Godzilla hat sich einfach jetzt seit 2 Jahren zurückgezogen und kann einfach sowas. Wäre das nicht so, guckt jemand von euch Dragon Ball, so dieses goldene Freezer-Ding, das total beschissen ist? So, warum macht er es dann nicht immer und länger? Ich check absolut nichts. Kannst du vielleicht nochmal den Trailer von Anfang an abspielen? Warst du eben noch nicht mit dabei gewesen? Wir können gleich nochmal kurz reingucken. Wir machen aber nicht mehr so lange jetzt, ihr Lieben, ne? Also, das sieht schon geil aus. Das ist wirklich, das sieht doch mit dem Pink auf diesem dunklen Körper, das sieht schon krass geil aus. Hier ein bisschen hart schlecht animiert, das sind so eckige Hände. Wie in so einer Cutscene von so einem PlayStation-Spiel. Aber die haben ja noch ein bisschen Zeit daran zu arbeiten. Das sieht krass aus. Das wird das nächste Thumbnail von irgendeinem Video, was ich dazu mache. Moment. Mich verdrückt. So. Und dass sie das hier wirklich nochmal reinbringen. Diese Szene wird ja wohl kaum so im Film vorkommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil die endet damit, dass Godzilla und Kong beide tot sind. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Weiß nicht, also mit diesem Knochen, das ist übrigens die Peitsche, Mann, die Theorie stimmt auch, fällt mir gerade auf. Die Theorie hat mal gesagt, dass der eine Peitsche hat, mit der er die Kaijus bestrafen kann. Das ist die Peitsche, die er umhat. Der hat mir aber zu wenig Details. Wenn du jetzt im Vergleich dazu gleich mal Godzilla und Kong siehst, ist der ein Witz. Vom Detailgrad her. Der wird krass sein, aber... Wir sehen hier mal weitere Kongs. Er hier sieht auch nicht gerade so erfreut aus, dass da jetzt gerade Scar King angehüpft kommt, ne? So richtig loyal ist er nicht. Ich glaube, Scar King ist ein richtiger Wichser. Oder hat
Neue Theorie. Ist der Mitte Kong? Warte. Ja, meine Theorie war eben gerade. Das hier? Nee, das glaube ich nicht. Hat Kong eventuell in der Hollow Earth Artgenossen gefunden? Hat mit denen über Jahre hinweg eine eigene Zivilisation aufgebaut? Eine eigene Familie, ein eigenes Dorf? Und dann kommt King Louis hier an und tötet die alle. Und Kong ist der einzige Überlebende, der dann rauskommt aus der Hollow Earth mit seinem komischen Arm. Ich glaube, wir lösen gerade den Film. Man müsste ihn halt mal komplett sehen. Man müsste ihn mal wirklich so im Ganzen sehen. Der kommt ja schon mächtig rüber, auch gleich, wenn wir hier in Brasilien sind. Da sehen wir das mal ganz kurz. Aber da, ich finde, Godzilla und Kong haben einfach wesentlich krassere Details als er jetzt hier. Gerade wenn die gleich anfangen, auf den loszurennen. Das sind doch Menschen hier unten, oder nicht? Dann ist der auf jeden Fall gewaltig, oder nicht? Ich glaube, der ist größer als Godzilla und Kong. Findest du auch, dass Kong voll viel, was? Plot-Armor hat? In Godzilla vs. Kong, ja. Obwohl er ist sogar gestorben in Godzilla vs. Kong, ne? Und wurde ja wiederbelebt, glaube ich, durch dieses komische Raumschiff. Vielleicht ist Space Godzilla auf die Erde gekommen, hat die Kongs versklavt und deswegen macht King Scar Opfergaben. Aber das kannst du nicht alles in so einen Film reinpacken, wenn es so wäre. Ich würde diese Theorie mit Space Godzilla echt mal so beiseite legen, weil da gibt es noch keine Indizien dafür, außer halt diese komischen Kristalle. Aber ich glaube, dass diese Kristalle irgendwie diesen Kongs die Energie geben und man könnte am Ende von dem Film, könnte man eine Post-Credit-Scene machen, wo dann eben gezeigt wird, wo die Kristalle wirklich herkommen. Und dann merkt man, scheiße, Space Godzilla existiert wirklich. Das könnte man wirklich machen. Wenn ich das sehe, befürchte ich, dass die Gerüchte stimmen, die ich kürzlich in einem englischen Video gesehen habe. Teile sie uns bitte mit. Das hilft mir jetzt wirklich gar nicht weiter, was du damit aussagen möchtest. Ist Godzilla schlanker oder nicht? Das ist jetzt die wichtigste Frage. Ich glaube ja. Ich glaube, der hat im Eis auch trainiert. Er sieht schlanker. Ich habe keine Ahnung, Mann. Wer achtet denn auf die Silhouette von Godzilla? Der leuchtet einfach lila und pink. Da sind mir die Hüften doch egal. Das Godzilla-Shaming, was du hier betreibst. Aber es ist doch wieder fast dieselbe Story, nur statt Mechagodzilla King Louis. Nee, gar nicht. Das ist jetzt keine originelle Story, aber die Story ist nicht dieselbe. In Godzilla vs. Kong ging es darum, dass Godzilla ein Depp war und hat Ghidorahs Zellen gejagt und deswegen mussten sie Kong aus der Hollow Earth holen, dass der gegen Godzilla kämpft. Das ist die Story in Godzilla vs. Kong. Die Story hier scheint ja zu sein, dass Kong in der Hollow Earth ein friedliches Leben führen möchte. Dann taucht der aber auf, versklavt Kongs Artgenossen, fängt vielleicht so einen Putsch oder einen Krieg in der Hollow Earth an und kommt dann irgendwann an die Oberfläche, scheint aber auch vorher Godzilla und Kong nochmal platt zu machen und die müssen dann irgendwie wieder zurückkommen und den hier besiegen. Ist keine originelle Geschichte, ja, aber das ist nicht dieselbe Story. Dieselbe Story wäre es, wenn dann am Ende wirklich noch, Mecha Ghidorah auftauchen würde und dann würde King Louis mit den anderen beiden zusammenkämpfen. Dann wäre es dieselbe Geschichte. Aber so geht's noch. So ist noch. Ich find's nicht verkehrt, wenn das so abläuft. Ist eine klassische Formel für einen Film, ja. Der Bösewicht taucht auf, macht erstmal die Helden platt. Dann müssen die Helden stärker werden. Und ja. Aber, ey, ich hab Bock drauf. Jetzt hab ich echt Bock drauf. Sieht cool aus, aber auch hier ganz kurz. Das haben sie nur für Spielzeuge gemacht. Es sieht cool aus, aber das ist nur für Merchandise. Und der Vergleich von diesem Atomic Breath hier zu dem Atomic Breath von Godzilla Minus One.
Da ist der von Minus One viel, viel geiler. Der sieht viel, viel krasser aus. Gerade im Film. Man sieht ihn sogar im Trailer ja mal ganz kurz. Im Film ist das noch viel geiler gemacht. Weil die Schuppen sich dann da nämlich so langsam aus dem Körper rausdrücken. Und dann fängt er an zu leuchten. Und dann drücken die sich alle wieder in den Körper rein. Wie so ein Magazin. Und dann ballert Godzilla wie so ein Projektil als Atomic Breath. Das ist schon geil gewesen in Godzilla Minus One. Der Film war echt episch, ja. Das ist schon krass. Aber ich gebe dem hier auch eine Chance. Das ist halt, ey, wir haben halt einfach beides. Was ist denn das für ein geiles Privileg, dass wir zum einen, das ist kein Spoiler, siehst du doch im Trailer, das ist zum einen, dass wir Toho Godzilla bekommen und wahrscheinlich sogar noch mehr in Zukunft von Toho, nicht nur alle 50 Jahre mal einen Film, und dass wir das Monsterverse hier bekommen. Das ist doch echt geil. Jetzt noch sowas auch im Jurassic Park Universum, so Jurassic World Filme von mir aus, aber auch was wieder so zu den Wurzeln zurückgeht. Hätte ich echt gerne. Kannst damit nichts falsch machen. Wenn jemandem das hier nicht gefällt, schau dir halt Minus One an. Wenn du die Toro-Godzilla-Filme nicht magst, guck dir halt das hier an. Kämpfen die nochmal gegeneinander? Könnte sein, ne? Okay, hier taucht Godzilla nochmal auf. Ist mir egal, was Leute sagen. Ich weine gerade vor Freude, weil Godzilla Black weg ist. Ich freue mich da auch drüber, Mann. Ich finde es ja auch cool. Kann Godzilla nicht pink bleiben? Doch, bitte bleibt er so. Das sieht doch saugeil aus. Also bitte. Echt, findest du das so schrecklich? Das ist das, ich weiß nicht. Mein Lieblings-Godzilla-Design von den alten Godzillas ist auch wirklich der Godzilla Millennium. Ich fand den schon immer geil. Das hier geht halt sehr in die Richtung. Also, mein Segen hat das Design auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt auf, alles klar. Mach's gut, Paul. Schön, dass du am Start warst. Ja, das hier wird so, das wird so am Ende passieren, schätze ich mal. Muss man das jetzt wirklich zeigen? Und wir wissen immer noch nicht, wie man diesen scheiß Namen jetzt ausspricht, gell? Godzilla X-Kong, Godzilla End-Kong, Godzilla Cross-Kong. Mann, wir werden das einfach nie erfahren. Ich hätte mir diese Toho-Dings angucken müssen, da haben die es bestimmt erwähnt. Die sagen einfach immer nur The Movie wahrscheinlich, damit wir nie herausfinden, wie man es wirklich nennt. Ist das ein Ja. Wollen Sie hiermit so ein bisschen Kong Junior andeuten oder was? Das brauche ich halt nicht. Ist das ein Mini-Kong? ...2024 nur im Kino. Wir wissen noch nicht genau wann, aber ich find's geil. Ja. Ich hab da auf jeden Fall jetzt Bock drauf. Zu 100%. Hab ich da Bock drauf? Ja, vielleicht stirbt Kong und der wird der Nächste. Oh nee, bitte nicht, bitte nicht. Da kriege ich gerade so Avengers-Flashbacks. Wenn ich so die ganz neuen Avengers sehe, das sind alles nur Flachpfeifen. Lass die mal so, Godzilla und Kong können ruhig so noch am Start bleiben. Mit dem neuen Design, das sieht schon echt cool aus. Deswegen, das passt schon. Das ist schon echt mächtig hier. Ja. Gut, ihr Lieben, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute Schluss, ist schon spät. Ich werde noch ein Video aufnehmen wahrscheinlich und dann quatschen wir in den Kommentaren auf YouTube weiter drunter. Stimmt, der Hype ist da, sehe ich genauso. Finde ich auch, ja, auf jeden Fall. Die Axt war auch rot? Sicher? Moment. Die Axt sehe ich hier gar nicht mehr. Ne, die Axt hat er hier gar nicht mehr in der Hand gehabt. Vielleicht wird die Axt auch rot, keine Ahnung. Ey, auf jeden Fall habe ich Bock drauf, auf die ganze Nummer. Gut, dann ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.